Ja, ist ja heute schon Weihnachten. Auf eine gewisse Weise ja. Diese Tour wird anders als alle anderen Touren bisher. Diese Tour wird was, was ich so noch nicht hatte und so noch nicht gemacht habe. Und diese Tour wird kürzer als alle anderen. Heute ist... Moment. Mal alles ganz genau machen. Heute ist Donnerstag, der 29. Juni. Es ist 18.35 Uhr abends und ich fahre jetzt los. Wenn alles klappt, bin ich morgen Mittag schon wieder zurück. Schon wieder hier? Naja. So, ist euch das auch schon mal passiert, dass ihr vor lauter Ablenkung und vor lauter Freude, dass es wieder losgeht, ganz vergessen habt, euren Trailer anzuhängen? Mir auch nicht. So, ich habe ja gesagt, die Tour. Bist du jetzt so Richtung? Jetzt kommst du in die Puppenstube. Diese Tour wird anders. Habe ich ja bereits gesagt. Und das kam so. Boah, ist dieser Himmel nicht wieder herrlich. So schön blau. So, ja, also. Ich versuche es so kurz wie möglich zu halten. Ich habe letzte Woche eine Tour gehabt, die habe ich nicht gefilmt, hatte ich ja vorher angekündigt. Das war ein schwerer Traktor runter, ein Versatile. Ich habe die Woche hatte ich ein bisschen Instagram-Stories gemacht. Wer Instagram hat, ist klar im Vorteil und hat die Woche ein bisschen mitverfolgen können. Habe ein paar schöne Stories gemacht. Wer kein Instagram hat, Pech gehabt. Kann ja auch nicht jeder mal alles sehen. So, auf jeden Fall Traktor runter, Mähdrescher hoch und die Probleme mit dem Trakt, die ich vorher schon angesprochen hatte, die wurden schlimmer. Ich hatte die ganze Woche da irgendwie immer wieder meine Motorkontrolllöcher am Leuchten und Fehlercode deutet auf Fehlzündung bzw. Zylinder 5 Missfire, also irgendwelche Zylinderprobleme hin. Dann hatte ich ihn in der Werkstatt, also ich habe den Mähdrescher dann auch nur auf den Yard abgestellt, bin dann zu meinem Mechaniker in die Werkstatt gefahren. Der ist leider ganz schön außerhalb von Winnipeg und das ist immer eine halbe Weltreise da hinzufahren und vor allem muss ich mich dann von meiner Frau mal abholen lassen, das ist noch eine größere Weltreise, also das ist alles nicht so einfach. Und er hat gesagt, ja, es wird wahrscheinlich ein Injektor sein, also eine Einspritzpumpe, Einspritzdüse. Und wir müssen die mal tauschen. So. Dann haben wir jetzt den betroffenen Zylinder mit einem anderen Zylinder getauscht. Und dann habe ich gesagt, ich bringe den Mähdrescher noch weg. Das waren dann nochmal 2 Tage, einen Sonntag und einen Montag. Einfach Mähdrescher wegbringen.
Und bei der Zeit habe ich gleich wieder gemerkt, nee, das Problem ist immer noch da. Die Fehlercodes deuten immer noch auf Zylinder 5 hin. Also es ist schon mal nicht die Einspritzdüse, aber es wurde halt nicht besser. So. Ja, und weil es nicht besser wurde, habe ich dann gesagt, so, ich würde da gerne erst was dran machen, bevor ich wieder rausgehe. Beziehungsweise ist mir auch aufgefallen, dass dass es bei schweren Ladungen, wenn der Motor richtig gut zu tun hat, dass es da deutlich schwerer geht, beziehungsweise deutlich anfälliger für den Fehler ist. Die Temperaturen sind ein bisschen heißer geworden, habe ich gesehen. Also sowohl Wasser als auch Öl. Und der Fehler ist halt immer nur bei schweren Ladungen wiedergekommen. Daraufhin habe ich dann gesagt, so ja, ich werde vielleicht erstmal, und hier steht die DOT am Straßenrand da. DOTs mag ja immer gerne Bobtails inspizieren. Mal gucken, ob er mich inspiziert. Ja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ich fahre erstmal wieder nach Hause. Die Werkstatt kann den Truck haben. Und dann habe ich ein bisschen mit meinem Lieblingsmechaniker in Deutschland, mit dem Erik, habe ich dann noch mal ein bisschen Fehleranalyse betrieben. Und dann haben wir noch er hat mir ein paar PDFs geschickt. Er ist ja so Packer MX-13 Spezialist für diesen Motor. Und hat mir ein paar PDFs geschickt zur Fehleranalyse. Da stand dann zum Beispiel drin, dass man einfach auch mal die Ventile einstellen könnte. Und daraufhin habe ich dann jetzt meiner Firma gesagt, stell doch mal die Ventile ein. Das haben sie jetzt gemacht. Ich muss sagen, er fährt sich wie ein neuer Truck. Er fährt sich ganz anders. Der Motor klingt ganz anders, viel leiser, viel weniger sabbernd. Er zieht richtig gut. Na gut, das Bobtail jetzt, aber tja. Ja, und im besten Fall war es das sogar, dass den Fehler jetzt erstmal behebt. Und ich brauche keine neue Einspritzdüse, weil Einspritzdüse richtig teuer. Selbst überholte, gebrauchte habe ich geguckt. Selbst die kosten noch einen Arm und ein Bein. Ich hoffe, dass es das jetzt war. Allerdings habe ich jetzt mit dieser Tour nicht die Chance, das zu testen, weil diese Tour eine leichte Tour sein wird und ich keine schwere Ladung habe. Von daher wird das eventuell bei der Tour gar nicht auffallen. Aber das sehen wir dann. Ja, und ansonsten habe ich jetzt eine ganze Menge zu Hause gesessen. Also letzte Woche 3 Tage, diese Woche, jetzt haben wir Donnerstag, das waren dann schon ja, wieder 3. Morgen bin ich ja wieder zu Hause, dann habe ich nochmal 2 Tage frei für das Wochenende. Und dann fahre ich Montag wieder raus, weil am Dienstag ist Independence Day. Und ich habe eine Ladung, die am Mittwoch abgeladen werden muss. Das passt dann ganz gut. Ja, so ist das. Immer wieder spannend hier. So, wir haben den nächsten Morgen. Wir haben unfassbar angenehme 20 Grad. Ist leicht bedeckt. Ich bin jetzt in Fargo, auf dem Stammert Truckstop Parkplatz. Hab ungefähr 6 Kilometer bis zum Kunden. Die machen in 3 Minuten auf. Heute habe ich mal was gemacht, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Eigentlich völlig uninteressant für euch, aber ich habe den Split-Sleeper-Modus benutzt. Nein, ich habe mir nicht mein Schlafzimmer geteilt mit jemandem, sondern ich habe meine Schlafzeit geteilt. Rein E-Log-technisch, fahrzeitentechnisch. Man muss ja 10 Stunden die Nacht Pause machen. Gibt aber die Möglichkeit, das zu teilen in 8 und 2 oder 7 und 3. Und ich habe jetzt nur 8 Stunden Pause gemacht. Habe trotzdem noch genug Stunden, um wieder nach Winnipeg zurückzufahren. In Kanada brauche ich ja eh nur 8 Stunden. Ich habe 2 Stunden gespart gerade. Bin ich ganz stolz auf mich. Und ihr versteht gerade überhaupt nicht, was ich euch versuche zu sagen, oder? Ich sehe euch das an da. Du guckst ganz komisch und du hast irgendwie Stirnrunzeln. Und
witzig. Witzig, witzig. Ich dachte, ich kriege was Großes. Ich kann euch ja mal ein Foto einblenden, was ich gedacht habe, was ich bekomme. Aber meine Ladeinfo sagt auch 36 Fuß lang. Also das ist ja 48 sind unsere Stepdecks. Und es wird wahrscheinlich das. Was zum Henker ist das? Sieht ja witzig aus. Naja. Muss ich nur noch mal kurz gucken. Ich habe schon alles rangehangen. Ich habe das Fifth Wheel ganz nach hinten gezogen. Aber ich will wissen, ob das ausreicht vom Platz her. Instagram-Pause, Loadcheck natürlich, und ist wieder was Spannendes zu gucken. Also gleich, nämlich der da. Das wäre noch ein Job für mich. Ja. So, wir haben hier ein Förderband. Kartoffelwaschanlage. Ein Förderband und eine Art Waschstation. Keine Ahnung wofür. Agri Dry Dewatering Washer. Irgendwas zum Trocknen und Waschen. Wahrscheinlich irgendwelche Früchte oder irgendwelches Kartoffeln oder sowas kommt da oben rein, wird gewaschen, getrocknet, kommt hinten wieder raus. Oder andersrum, keine Ahnung. Ich muss das nur fahren, ja, ist eine scheiße, ja, was das ist, ey. Mann, der macht einen Krach hier. Ja, witzige Ladung, ein bisschen kleiner als ich dachte. Ich habe eigentlich gedacht, das wird voll die riesen Mega-Ladung, aber trotzdem lustig. Fährt sich einwandfrei, fährt sich wie leer. Hat 20.000 Pfund. Ganz entspannt. So, jetzt kommen wir noch mal. Wo ist er denn hier? Kommt er noch mal? Kommt er noch mal oder was? Da ist er. Ich bin auf den Truck mit drauf gekommen. Foto. Richtig schnell. Kaum 8 Minuten, aber ich musste auch nur meinen Oversize-Banner abmachen. Ich habe einen Magneten verloren mit einer Fahne. Hinten rechts ist weg. Egal. Jetzt fahre ich zur Firma, stelle den Traktor ab und fahre nach Hause. Und dann war es das für mich, diese Woche, dieses Wochenende. Steht das Teil links neben dem weißen, da kann man es noch ein bisschen sehen. Da
Das ging so schnell, der war auch direkt dabei und sagte, hier, rennst du es abstellen und zack, zack, zack. Das ging so schnell, da konnte ich jetzt gar nicht mehr groß filmen. Aber, katsching, katsching, Auftrag erledigt. So, der Truck fährt bis jetzt auch einwandfrei. Ich habe keine Probleme feststellen können. Aber es war ja auch eine super leichte Ladung, von daher ist das nicht so ganz aussagekräftig. Nächste Woche kriege ich auch eine leichte Ladung, also von daher. Aber er fährt, er muckt nicht, alles läuft. Ich wurde auch schon ein paar Mal gefragt, ich habe ja vorgehabt, während meines Urlaubs den in die Werkstatt zu geben und ein paar Sachen machen zu lassen. Ich meine, ich habe das in dem Video nach dem Urlaub erzählt, dass ich das habe machen lassen. Also der war in der Werkstatt und hat ein paar Dinge gecheckt und geändert und gemacht und getan bekommen. Schwieriges Deutsch. Aber dass er danach dann das Problem hier mit der Motorkontrollleuchte hatte, ich meine, nur weil ich jetzt irgendwas in die Werkstatt gebe und die alles durchchecken, heißt das nicht, dass der für die nächsten Jahre jetzt gut ist. Das ist ja bei Autos genauso. Du könntest an einem Tag einen TÜV bekommen und am nächsten Tag fällt er dir auseinander, weil irgendwas kaputt geht. So Standardspruch von meinem Computer-Admin in meiner alten Firma war immer, oh, steckt man halt nicht drin. Und das ist ja bei ganz vielen Sachen so. Manchmal hat man halt kein Glück und manchmal kommt auch noch Pech dazu. Aber wie gesagt, jetzt fährt er erstmal. Toi, toi, toi. Mal hoffen, dass die Pechsträhne jetzt langsam beendet ist. Ganz so schlimm war es ja auch nicht, aber hat schon einige Aufenthalte gehabt. Jetzt seit letztes Jahr Dezember eigentlich immer wieder mal jeden Monat irgendwas Neues. Aber er hat noch 1,308 Millionen Kilometer runter. Und das heißt ja auch schon einiges bei so einem Dingern. Und solange der noch weiter so läuft, werde ich ihn wohl auch noch behalten. Ich habe auch bei Instagram eine Umfrage gemacht. Das war eigentlich sarkastisch ironisch gemeint, aber das versteht nämlich immer nicht jeder. Ich habe eigentlich eine Umfrage gemacht, hey, könnt ihr mir mal eine andere Truckmarke empfehlen? Wer mich lange genug kennt, der sollte eigentlich wissen, dass ich A, nicht auf Empfehlungen höre und B, meinen eigenen Kopf habe und C, alles irgendwie ein bisschen sarkastisch ironisch meine. Aber na gut, es kamen sehr, sehr viele Antworten, viele witzige dabei. Ah, schön, habe ich gut gelacht. Ja. Und dann werde ich ja oft auch mal gefragt, warum ich das eigentlich mache als Owner-Operator, ob denn Company Driver nicht besser ist. Ja, hat alles seine Vor- und Nachteile. Der Vorteil beim Owner-Operator ist, du kannst deutlich mehr Geld machen. Der Nachteil ist halt das höhere Risiko. Deswegen verdienst du halt auch mehr. Und das höhere Risiko beinhaltet halt auch, dass man eventuell mal ein paar Reparaturen zu stemmen hat. Das gehört dann eben auch irgendwie dazu. Aber davon lassen wir uns mal nicht unterkriegen. Ich habe jetzt mit dieser Tour, mit diesem einen Tag Arbeit, habe ich jetzt so viel verdient wie als Company Driver in 2 Wochen früher. Dafür habe ich mir jetzt auch ein Wochenende verdient und kann wieder nach Hause fahren. Auch ein Vorteil. So, das soll es jetzt gewesen sein. Ich hole mir jetzt noch einen Timmy's und dann fahre ich noch zu einem deutschen Bäcker in Winnipeg. Meine Frau hat sich ein frisches Brot gewünscht und etwas Kuchen auf dem Freitagnachmittag. Naja, mal gucken, ob da noch überhaupt was da ist oder ob die mittlerweile ausgekauft oder leer gekauft wurden. Und dann habe ich Wochenende. Ja, euch wünsche ich einen schönen Independence Day. Bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zugucken. Schaut mal im Shop vorbei. Geile T-Shirts. Geile T-Shirts. Bis dann. Tschüss.